Der Weg in den Wald ist der Eintritt in eine andere Welt. In eine Welt der Ruhe, verbunden mit der Natur. Genau dieses Gefühl haben Heidi Sprügel und Ronald Ledermüller. Er ist Ranger und sorgt dafür, dass der Wald im Fichtelgebirge in seiner Einzigartigkeit erhalten bleibt. Sie findet hier die Nähe zu Gott, inmitten der Natur. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und sein Geist schwebte über dem Wasser. Und dann schuf Gott das Land, trennte es vom Wasser ab. Und unser Planet ist blau, es ist eigentlich mehr Wasser überall. Und dieses Wasser ist kostbar. Der Quellbereich der Eger ist ein geschütztes Naturdenkmal. Hier aus der Erde entspringt der Fluss. Kaum vorstellbar, dass dieser kleine Bach 316 Kilometer später in die Elbe mündet. Auf seinem Weg dorthin wächst er zu einem großen Fluss an, bringt Leben auch an die Ufer. Genau das macht die Natur so faszinierend. Das ist eine Torfmoospflanze und die wachsen unglaublich langsam, also ungefähr 1 bis 3 Millimeter im Jahr. Und so bilden die dann diese großen Hochmoorkörper, von denen es im Fichtelgebirge die größten in ganz Nordbayern immer noch gibt. Das sind ganz wichtige Wasserspeicher und CO2-Speicher, also wenn man an Klimawandel denkt, sind die unglaublich wichtig. Und das kann man sogar sehen, die können wahnsinnig viel Wasser speichern. Wenn ich jetzt mal ein paar so nehme, kann man jetzt sogar das Wasser noch rausdrücken. Wasser, Stein und Baum ist mein Lebensraum. Im Wald öffnen sich die Sinne. Im Wald kann man sich selbst neu erleben. Die Ruhe und die Verbundenheit mit der Natur ist für jeden Besucher Balsam für die Seele. Die Gedanken fahren herunter, für viele fühlt es sich an, auch ich bin ein Teil der Natur. Plötzlich bin ich da so eingebunden in das Lebensnetz und dann weiß ich, ich werde hier versorgt und hier gehöre ich hin. Und so tankt meine Seele auf. Die meisten Bäume werden wesentlich älter als Menschen. Der Baum gilt als Symbol für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Leben und Tod liegen im Wald oft nah beieinander. Selbst in abgestorbenen Bäumen ist Leben. Das ist für uns Menschen eigentlich auch immer so ein Bild für unser Leben, dass wir sagen, das ist so natürlich. Ich soll auch in meinem Leben irgendwie mich für meine Nachkommen sorgen. Auch im bildlichen Sinne Samen ausstreuen, dass es einfach da auch eine Zukunft gibt, in der ich das weitergebe. Und wenn es mich mal nicht mehr gibt, dann ist schon gesorgt, dass von unten ganz viel nachwächst. In der Natur ist der Tod der Tiere und Pflanzen nicht das Ende. In totem Holz entsteht neuer Lebensraum. Ein wichtiger und wertvoller Bestandteil für das Ökosystem Wald. In der Natur gibt es keinen Abfall. Das ist ja ein Kreislauf. Und das kann man eben in solchen alten Wäldern ganz wunderbar beobachten. Natürlich hat so ein Baum auch irgendwann mal sein Lebensende erreicht. Aber dann, wenn er umfällt, wenn er abbricht, dann kommen Pilze, dann kommen Insekten. Also totes Holz in dem Sinn ist eigentlich ein völlig falsches Wort. Eigentlich ist das ein mega lebendiges Holz. Ein Besuch im Wald ist mehr als eine Naturerfahrung. Es ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst, ein Rückzugsort. Selbst Steine können Geschichten erzählen, wenn man sich darauf einlässt. Der Stein, der wird irgendwann durch den Frost und durch die Verwitterung allmählich zu richtigen Boden und wird dann wieder ein neuer Lebensraum. Und es sagt mir dann auch so ein bisschen Hoffnung, dass also sowas, was eigentlich erstmal starr erscheint, wie so ein Felsblock, der wird allmählich auch wieder grün. Und daher ist in so einem aufgetürmten Granitmeer so dieses Uralte, aber auch so die Zukunft, dass man sagt, da geht was weiter. Der Naturpark Fichtelgebirge ist Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Genau das macht den Wald zu einem magischen und spirituellen Ort.